Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Dröse, ich musste ja gerade schon wirklich lachen, als Sie gesagt haben, dass jetzt gerade der Herr Lambsdorff der Stellvertreter der untergegangenen Sowjetunion ist. Ja? Also ich glaube, da kennen Sie ihn wirklich noch nicht. Außerdem haben Sie behauptet, Sie glauben, dass die Mehrheit der Europäer gegen eine stärkere gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ist. Ihr Glauben mag ja sein, aber wir reden hier über Fakten. Und da gibt es zum Glück Umfragen, die ganz eindeutig sagen, dass die große Mehrheit, nämlich über 70% der Europäer in allen europäischen Mitgliedsländern, mehr europäische Außen- und Sicherheitspolitik wird. Vielleicht schauen Sie sich die einfach mal an. Wir sind in einer Welt des Umbruchs, haben schon Vorredner und Vorredner gesagt. Katastrophen über Katastrophen, Krisen über Krisen, Syrien, Myanmar, Kongo, Libyen, Ukraine, man kann sie gar nicht alle aufzählen. Deutschland kann da alleine nicht viel ausrichten, auch Frankreich nicht, auch nicht anrichten. Wir haben da mittlerweile einfach eine begrenzte Souveränität. Und wir haben deswegen als Europäer die Wahl, entweder Spielball zu sein, der Putins, der Trumps, der Erdogans, und auch das Aushalten dann der Konsequenzen, wenn das Völkerrecht komplett schmilzt. Oder auf der anderen Seite die Möglichkeit, gemeinsam europäisch wieder Souveränität zu erlangen, als gestaltender Akteur in der Welt auch wieder überhaupt eine Rolle zu spielen. Und wenn wir diese Handlungsmacht wollen, dann brauchen wir auch institutionelle Veränderungen. Und die FDP hat in ihrem Antrag da richtige Vorschläge gemacht. Institutionelle Verbesserungen mit dem Blick auf den Europäischen Auswärtigen Dienst, politische Stellvertreterung, wobei Helga Schmidt es schon sehr gut macht, aber wäre auch gut verankert, eine Stärkung der EU bei den Vereinten Nationen. Übrigens könnte Deutschland seinen Sitz, den nicht permanenten, ja dafür nutzen, das mal auszuprobieren, wie das europäisch ginge. Und auch die Frage der Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit. Das Geld wurde schon angesprochen. Herr Lambsdorff, es freut mich zu hören, wenn Sie sagen, Sie würden sich nicht dagegen wehren, wenn es mehr Geld auf europäischer Ebene gibt. Das ist noch nicht das Gleiche, wie es zu fordern. Aber Ihr Kollege Schäffler heute Morgen im Deutschlandfunk hat ja klipp und klar gesagt, nicht ein Cent mehr, was die Briten rausnehmen, das geht raus. Und aus Deutschland kommt nicht ein Cent mehr. Ich wünsche mir, dass sich die Lambsdorffs in ihrer Partei durchsetzen und nicht die Schäfflers. Wir unterstützen auch Ihre Forderung nach einer zivilen, permanenten Zusammenarbeit. Sie sagen komplett richtigerweise, wir brauchen permanente Reserven für Polizeibeamten und auch im Justizbereich das Personal. Weil wenn wir ehrlich sind, wissen wir, natürlich ist das Militärische die eine Seite. Aber wir kommen doch überhaupt nicht weiter bei dem Staatsaufbau, bei den Hilfen für einen langfristigen Frieden ohne das zivile Personal. Und da brauchen wir auch auf europäischer Ebene dringende Verbesserungen. Wir wissen aber alle auch, dass institutionelle Änderungen nur so weit reichen und am Ende kommt es dann doch auf den politischen Willen an. Das sehen wir heute in Syrien. Was die Türkei gerade macht, wird Konsequenzen haben, die wir, glaube ich, alle noch gar nicht bedenken können. Das ist das eine, ist, dass sich eine Eskalation gibt zwischen zwei NATO-Partnern, dass es Völkerrechtsbruch gibt und dass die Europäische Union darauf überhaupt gar keine gemeinsame Antwort gefunden hat. Und wenn wir zweitens auf Ostghuta gucken, dann möchte ich noch mal gerne daran erinnern, dass gestern, vor 4 Jahren, am 22. Februar 2014, die Vereinten Nationen im Sicherheitsrat in Resolution 2139 Folgendes beschlossen haben. Ich zitiere, der Sicherheitsrat fordert alle Parteien auf, die Belagerung bevölkerter Gebiete sofort zu beenden, einschließlich Ostghuta, und verlangt, dass alle Parteien die Erbringung humanitärer Hilfe, einschließlich medizinischer Hilfe, gestatten. Wir sind 4 Jahre später. Ostghuta ist immer noch belagert und wird gerade bombardiert. Schulen, Krankenhäuser und alles bunkerbrechend. Das ist die Situation nach 4 Jahren. Russland hat das selber zugestimmt, hat nichts dafür getan. Und es ist beschämend, dass wir dem nichts entgegenzuhalten haben. Und mich macht es wütend, dass in dieser Situation der noch amtierende Außenminister gegenüber Putin Sanktionserleichterungen in Aussicht stellt, dass auch Sie hier klatschen, wenn es heißt, wir müssen da jetzt sozusagen Russland aus der Verantwortung lassen. Was wir stattdessen bräuchten, sind personenbezogene Sanktionen gegen die Verantwortlichen für die aktuellen Bombardierungen auf Ostghuta. Das ist es, was wir brauchen würden. Und erlauben Sie mir am Ende zu sagen, dass wir
eigentlich schon nach Srebrenica damals gesagt hatten, die Europäische Union muss als Akteur selbst Verantwortung dafür übernehmen können. Wir sind jetzt wieder von einer ähnlichen Situation. Wir können es immer noch nicht. Und ich hoffe einfach sehr, dass wir nicht immer wieder in solche Situationen kommen, es immer wieder ermahnen und sich trotzdem nichts ändert. Von daher werden wir auch Ihren Antrag im Ausschuss sehr positiv begleiten. Der Kollege Dr. Volker Ulrich spricht für die CDU-CSU-Fraktion.